So, willkommen zurück zu Marolf Trotzdauer Tour. Und jetzt machen wir mal die ganzen Übungen. Wir fangen an mit der Abschlagübung, Abschlag vom Tee. Dann der mindestens 8 der 10 nächsten Schläge im roten Kreis. Das wird gemacht. Fangen wir hier mal neu an. Der erste sollte schon mal sitzen. So. Das war der erste. Hoffentlich geht das nicht zu kurz. Nein, der passt sehr gut. Der passt auch, der passt auch. Der muss auch sitzen. Die Abschläge vom Tee sollten eigentlich nicht schwierig sein. In einer gewissen Zone zu landen. Das war jetzt schon schlecht. Der könnte zu kurz gehen. Aber der rollt noch weit. Hätte ich Topspin machen müssen, oder? Glaub schon. Nö, der geht sogar ohne Topspin rein. Mal sehen, wie der jetzt wird. Der müsste eigentlich ziemlich gut kommen. Hoho, fast. Hoppala. Hinten hätte ein bisschen besser ausschauen sollen. Ja, natürlich. Der war viel zu kurz. So. Ich habe zweimal, wenn nicht sogar dreimal habe ich gedrückt. Aber ist egal. Geht ja so auf. Acht von neun. Vielleicht auch noch 9 von 10. Ah, 9 von 10. Herausforderung bestanden. Klappübung gemeistert. Dann kommt jetzt die Übung zweiter Schlag. Der sollte dann meistens aufs Grün gehen. Das werden wir auch mit Cooper machen. Hier bei weitere Spiele, Schlagübung, zweiter Schlag. Lande mit 8 der nächsten 10 Schläge im roten Kreis. Der erste fängt gar nicht mal so schlecht an. Der müsste auch funktionieren. Wow, 8 Meter Wind nicht beachtet. 8 Meter Wind nicht beachtet. 8 Meter Wind komplett übersehen. Da habe ich gepennt. Ah, dafür sitzt der. 2 von 3.
Er sitzt normalerweise auch. 3 Meter sollten mich da jetzt nicht aufhalten können. Ah, genau. 3 von 4. Der ist auch im roten Kreis. Sind 4 von 5. Der sollte auch drin sein. 5 von 6 sein. Ja, 5 von 6. Bitte geh. Mann, Scheißbaum, Scheißbaum. Er hat den Kack dahingestellt. Der war zu weit, der bleibt noch im roten Bereich. Wow. Gott sei Dank. Sonst wäre es jetzt zu Ende gewesen. Nein! Dass er mich dann auch noch weiterspielen lässt, ist geil. 0 Meter Wind ist das eigentlich kein Problem. Ja, jetzt eigentlich, wenn ich da nicht getroffen hätte. Ohne Wind ist das ja leicht zu berechnen. Great. 2 von 2. Eigentlich müsste der auch gehen, auch wenn er ein bisschen Missraten war. Aber müsste trotzdem noch bis zum roten Bereich vordringen. Der auch. Sollte 4 von 4 jetzt dastehen. Hohoho, Pinscher sogar. Noch rechtzeitig ab. Ja, sehr schön, sehr schön. Da klappt jetzt auf einmal alles. Genauso wie ich es will. Auch dieser Baum steht diesmal nicht im Weg. 6 von 6, das sieht doch gut aus. Jetzt die 4 Meter Wind. Das heißt, hier nicht zu stark schießen, sonst geht das weit. Ist auch drin im Bereich. Der müsste auch reingehen. Sehr schön. Habe ich 8 von 8. Jetzt noch ein bisschen Trickshotten, schaffe ich vielleicht die 10 von 10. Oh, Trickshot hat funktioniert. Der entscheidende Schlag, schaffe ich die 10 von 10? Oder bleibt es bei 9 von 10? Sieht gut aus für 10 von 10. 10 von 10! Alle erfolgreich! Damit gibt es dann die dritte Schlagübung. Die Problemschläge wie Bunker, Heavy Rub und ähnliches. Das heißt wieder Bunker mit den Problemschlägen. Mindestens wieder 8 von 10.
Wohoho! Nicht, dass der jetzt mit dem Backspinner wieder rausgerollt wäre. Das wäre schlimm gewesen. Ach komm. Der ist komplett verarscht. So, bin drin im Bereich. 2 von 3. Wehe, da geht's zu weit. Bleib stehen da drin. 3 von 4 ist gut. 3 von 4 ist gut. Nee. Ich habe gerade noch den Wind gesehen. Der ist auch gerade noch im roten Bereich. Der geht hoffentlich auch rein. Ja, geht auch rein. Der geht auch rein. Bleib auch drin, bleib auch, bleib auch drin. Puh. Zitterpartie. Oh, der ist auch drin, der ist auch drin. Das ist sehr schön. 7 von 8. Einer muss noch drin sein. Zu stark. Der muss jetzt sitzen. Der muss jetzt sitzen. Scheiße. Zu stark. Viel zu stark. Ich habe noch alles probiert, um den abzustoppen, aber viel zu stark. Einen einzigen Strahl. Ich alle natürlich wiederholen. Der geht gleich mal zu kurz, oder wie? Nee, der Pop spinnt sich noch rein. Da hätte vielleicht sogar ein AB her müssen. So schlecht, wie ich den getroffen habe, hätte es vielleicht gut gemacht. Ich musste so knapp scheitern. Und so früh schon. Wenn der jetzt nicht klappt, dann bin ich gleich wieder. Das war ein easy Schlag. Komm, der erste muss sitzen. Der erste muss sitzen. Kann ja nicht sein, dass der erste schon fehlschlägt. Das ist kein guter Anfang. Der erste gleich ein Chip in, das wäre geil. Der ist auch gut, der ist auch gut. Der ist nicht so gut, nee, scheiße, der geht wieder weg. Doch, anscheinend doch und hoppala, das ist nicht so toll, wenn sie mit Fernseher abschaltet. So viel zu wenig, Alter. Das dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dämlicher Pinshot, dämlicher Pinshot. Einfach nur. Ich meine, ich probiere es jetzt weiter, aber ich werde wieder failen. Oh.
da haben wir schon. Schneller als erwartet. Schon wieder. Gleich der erste Schlag. Nee, der geht doch noch. Gerade noch. Der geht auch noch. Der geht noch. Mal gucken. Wie der so geht. Oh, ja. Drei von drei Schlägen waren oben. Das ist mal eine gute Bilanz. Alter! Ich kann mit Topspin so weit rausfliegen wieder. Kann's doch echt nicht sein. Gott sei Dank ist der mal angeflogen. Verkackt, auch komplett verkackt. Aber drin. Nicht mal aufs Grün. Der ist machbar, der ist. Ja. Jetzt müsst ihr natürlich mit diese beiden da auch noch treffen. Ihr dürft natürlich jetzt nicht zu weit gehen oder zu kurz. Trotz Pinshot irgendwie. Nein, der war schon wieder. Nein, schon wieder ein Schlag. Es ist nicht so leicht. Da fehlt gleich der erste oder wie? Nee. Der ist oben. Das war ein kniffliger. Genauso wie der hier. Oh, zwei knifflige ins Ziel gebracht. Das wäre jetzt peinlich, wenn der nicht klappen würde. Da. 3 von 3. Gut, da ist die rote Zone. 4 von 4. Zone. Treffe ich die jetzt? Bitte nicht zu weit. Doch zu weit. Wuhu, an der Linie stehen geblieben. 5 von 5. Das war knapp, aber doch. 6 von 6. Von 7? Ja, 7 von 7. Das müsste doch die 8 von 8 gewesen sein und das war's. 8 von 8. Yeah. Ja, puh. Gerade noch hoch. Jetzt kann man eben mit Trickshots noch was probieren, aber. Das ist egal, der bockt sich ein und der könnte auch gehen. Ja, der ist auch oben.
9 von 10. Glückwunsch. Und ja. Hab alle Schlagsübungen absolviert. Das heißt, als nächster kommen dann andere Übungen. Aber erst im nächsten Part. Also, bis dann und auf Wiedersehen.